Wie heißt es doch? Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als nur ihre Pflicht. Und so ist es dem Einsatz von Dr. Christian Gell und Franz Beckenberger zu verdanken, dass im Seniorenwohnheim Marterndorf nun eine Rikscha bereitsteht. Meine liebe Frau hat mir das einmal gesagt, also die hat einen Bericht gesehen, dass diese Rikscha, diese Elektrofahrzeuge genutzt werden von Seniorinnen und Senioren in Vorarlberg. Und dann haben wir gedacht, ja, das wäre doch eine tolle Idee für uns, für unser Seniorenheim in Marterndorf. Und dann, ja, dann habe ich mir überlegt, wie können wir dieses Elektrofahrzeug oder diese Rikscha auch finanzieren, weil diese Rikscha kostet doch 11.000 Euro. Wir sind dann beim Nachdenken zwei Namen eingefallen, der Peter Bachmeier und der Christian Gell, beide Rotaria-Mitglieder und der Peter Bachmeier Präsident. Und da geht es hin und frage mal, wie schaut es aus mit einer Finanzierung? Viel Herzblut, Zeit und Engagement wurde in dieses generationenverbindende Sozialprojekt investiert. Ich finde, das ist einfach eine gute Möglichkeit für die Seniorinnen und Senioren in Ort Marterndorf und auch im Bezirk die Möglichkeit zu bieten, soziale Kontakte zu knüpfen. Und andererseits auch für die Rikscha-Fahrer, die dann hinten drauf sitzen und die alten Menschen begleiten, bietet es eine Möglichkeit, dass sie sich sportlich aktiv bewegen können und auch freiwillig Gutes tun können. Das war für mich auch der Hauptgrund, warum wir das auf Schiene gebracht haben. Und das ist mit dem Hilfswerk und durch Initiative vom Rotary Club Lungau wirklich sehr schnell gemacht worden, dass wir heute die Rikscha ihrer Bestimmung übergeben haben können. Vom Pfarrer Roland Frank wurde die neue Rikscha geweiht. Die Ausfahrten durch den Ort fördern das soziale Teilhaben der Senioren. Aber was sollte dabei beachtet werden? Also schön langsam fahren, dass man auch als Fahrgast die Möglichkeit hat, ein bisschen die Gegend zu beobachten, dass man ein bisschen reden kann, weil um das geht es ja eigentlich. Und vielleicht einmal erzählen, was war bei dem Haus, was für Geschichte weiß man zu dem Haus und so weiter. Ah, da drüben. Da drüben. Sie können da auch runterfahren, aber wir fahren da vorbei. Na schön. So, schau, da ist jetzt der Kindergarten. Landeshauptmann Stellvertreter Dr. Christian Stöckl übernahm die Schirmherrschaft über dieses Projekt. Wenn man nicht mehr so aktiv sein kann, nicht mehr so mobil ist und man kann trotzdem mit dem Fahrrad, in dem Sinn ein dreirädiges Fahrrad, ausfahren, dann ist das eine tolle Sache. Und wenn sozusagen eben die noch fit sind und das noch können, jene unterstützen, die das nicht mehr können, dann ist hier ein ganz wichtiges, solidarisches, soziales Element, das hier gestärkt wird. Die Rikscha trägt den gleichen Namen wie der erste Fahrgast, Froni. Und es ist so angenehm fahren mit der Rikscha da und super einfach. Und ich freue mich, wenn ich öfter fahren darf mit der Froni. Das reißt dann mit, wenn man sieht, welche Freude sie haben. Ja, man muss sich nur selber mal aufsetzen, dass wir, ich habe es ja vorher gesehen, auch wir haben einen Spaß gehabt. Ja. Ja, da kannst du ganz schön reintreten. Ja, am Anfang ist ein bisschen beim Weg. Ja, ja. Du, schwere Mander.